So, auf geht's. Nach Bochum City. Das Geheimnis der verschwundenen Currywurst lösen. Bermuda-Dreieck. Jetzt weiß ich schon mal, was Bermuda-Dreieck ist. Glaubt ihr kein Mensch, dass das Bochum ist? Ba, 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 ba. Da ist ja ein bisschen Ballermann. Eine Kneipe neben der anderen. Ist ja Wahnsinn. Und das müsste 18 sein. Das ist 18. Guck dir das an. Bratwursthaus im Bermuda-Dreieck. Schönen Tag, junges Fräuleinchen. Morgen. Du bist die Brigitte. Ich suche den Ronny. Ja, wo suchst du den Ronny? Ronny. Hallo, Horst. Du bist Ronny. Jawohl. Mann, Ronny, du bist auch mal ein ganz junger Kerl noch. Ja, ne? Kommt so. Ja. Bermuda-Dreieck habe ich jetzt schon mal begriffen und hier verschwindet zwischendurch auch irgendwas. Habe ich auch mitbekommen. Selbst ja. Bratwürste. Ja, das ist so. Soll ich es dir gleich mal erklären? Ronny, gib Galle. Möchtest du was trinken? Ja, klar. Ein Wasser. Wasser? Ja, ein Wasser. Ich darf ja nur Wasser. Ich komm raus. Ach so, ja. Skoll, ne? Ja, ist ja schon ein Glas drum, muss mir ja keins extra haben. Wo ist Ronny? Ah, da bist du ja, ja schon. So. So, Ronny. Dann erzähl mir mal ein paar schöne Sachen zu deiner geilen Currywurstbude. Wie lange machst du das schon? Ich mach das von Geburt an. Also, es ist ein Familienbetrieb. Ich bin damit aufgewachsen. Vom Vater übernommen? Genau, vom Vater zur Mutter und jetzt zu mir. Also, ich bin quasi. Also wie lange gibt's das dann schon? In Frittierfett geboren. Das, das gibt es. Nee, das riecht gar nicht. So, okay. Ja, super. Manchmal schon. Sag mal, ich hatte auf meinem Zettelchen stehen, Bermuda-Dreieck, hier verschwindet so einiges. Jetzt kann ich mir auch schon ein paar Sachen denken. Ja, also, das ist ja eine richtige Amüsiermeile hier. Ja. Und dass hier der ein oder andere mal verloren geht, abends, was wahrscheinlich an so einer Hopfen-Kaltschale oder anderen lustigen Getränken lag, kann ich mir vorstellen. Das kann durchaus passieren, ja. So, aber da stand auch drauf, dass so manch eine Currywurst verschwindet. Aber nach Japan. Heißt das jetzt, dass hier Japaner hinkommen zum Essen oder exportierst du die irgendwie? Sowohl als auch. Genau die gleiche Reihenfolge. Das heißt, die Japaner kamen hier hin zum Essen ganz normal. Und irgendwann haben die bei uns im Schaukasten entdeckt, dass wir die Soßen verkaufen, dass wir die verschicken. Und dann haben die auch gesagt, warum schickt ihr die auch nach Japan? Die Soßen? Die Soßen, ganz genau. Ja. Da hast du aber eine schöne Schaufel gekauft. Respekto, ja, aber hallo. Ja, jetzt, für die ist das, glaubst du gar nicht, ein Hundehaufen, die bei mir im Vorgarten liegen, wegzumachen. Ja. Raviniert. Und die Wasserpistole, um den Hund, um den Hund wegzuhauen. Ne? Die Chance auch umzuspielen. Und die habe ich mir gekauft, wenn die fremden Hunde. Du bist ein ganz raffinierter Hund. Die armen Tierchen. Ja. Jetzt bitte wieder armen Tierchen. Ja. Ja. Jetzt muss ich dir das mal angucken. Das ist aber eine ganz raffinierte Klamotte. Der mag keine Hunde. Ja. Ich dachte, der hat ein kleines Töchterchen oder Enkelchen. Nein, für die Hundehaufen im Vorgarten wegzumachen und um die Hunde zu vertreiben, wenn sie kommen. Die armen Hunde. Ich denke auch, die armen Hunde. Komm her. Ja, ist doch gar kein Thema. Guten Appetit. Was für eine Soße? Hast du eine ganz bestimmte Soße, die du am liebsten magst? Die Mädchen machen das wunderbar. Keine Ahnung, die sagen mir nicht, was sie dran tun. Nee? Ich mal die Sache, guck mal. Nee, sieht aber gut aus, ja. Also wenn du überlegst, den schlanken Körper an. Hör auf. Nee, ohne Quatsch. Ich komme gerade vom Kardiologe, der hat gesagt, ich soll noch mal ein bisschen was essen. Dann habe ich jetzt auch schnell hinter mir. Ja, also, gut, wir arbeiten dran. Sag mal, aber du bist so ein richtiger Bochumer, ne? Du lebst hier. Bochumer Taxifahrer. Wie lange kommst du schon hier hin? Uhrzeit. Uhrzeit. Taxifahrer. Nebenbei auch noch, ja. Ja. Ja, als Taxifahrer, das ist ja ähnlich wie bei dir auch. Die unterschiedlichsten, kuriosen Menschen und manchmal kann man sich manchmal auch nicht wehren. Manchmal wird man auch was Gescheites kennen, so wie mich. Mit dem Kerl kannst du kein vernünftiges Wort reden. Ja. Irgendwann tust du da rein in die Soße, weil den Kerl unheimlich glücklich macht. Ja, das sind so Glückshormone, die sind da immer direkt im Kochen. Glückshormone, das ist ja mit dem Schärfen, oder? Also wir haben es bei uns so gemacht, dass wir gesagt haben, Schärfe hört da auf, wo der Geschmack aufhört. Nein, also du gehst nicht hin, dass du sagst, so, hier machen sie Mutprobe nach der anderen. Kein Schärfe. Ach!
Hallo, wer bist du denn? Ja, den kennt man Toto. Immer. Toto. Ach ja, Mensch, der Millionär. Wir haben doch zusammen gekocht. Ja, genau. Den kennt man wirklich aus dem Fernsehen. Ja. Wir haben doch schon mal zusammen gekocht, wir beide. Stimmt. Ich habe schon 20 Euro abgenommen, das wollte ich auch noch mal erwähnen. Ja, weil du immer so wenig Currywurst isst. Du musst mehr Currywurst essen, hier, wir sind in der besten Bude, Junge. Das wird schon ein schöner Tag werden. Wieso hast du denn nichts heute? Nee, noch nicht. Er hat gesagt, ich kriege erst was hier, wenn ich eine Soße mit ihm kreiert habe. Ich muss mir mein Würstchen verdienen. Nee, besser nicht. Nee, er will mal was anderes noch. Ne? Ja, aber schön, dass du hier in unserer Stadt bist. Hier und du, ich bin begeistert. Wo ist die Currywurst erfunden worden? Hier oder in Berlin? Jetzt sei ehrlich. Das ist komm, mir, jetzt einmal raus. Ist mir total Latte. Hier schmeckt es am besten. Guck mal, jetzt geht hier richtig mal los. Da kommen immer mehr Mädels. Ne? Hallo, Kinder. Ja. Ich meine, keine Probleme. Ich wohne hier. Ne? Ich lebe hier. Ich weißt du, was ich hier mag? Weißt du, was ich jetzt richtig gut finde? Also ich schwöre dir, wenn wir noch ein Stündchen hier stehen, dann haben wir einen riesen Trupp hier. Warte, ich rufe den Harry mal eben. Und dann brauche ich auf einmal wirklich so eine Hopfenkaltschale. Ich muss noch erledigen. Ich habe gleich Spätdienst. Ne? Ja, hau rein. Wir sehen uns. Ne? Guten Appetit. Ja, kannst du mir dann heute Abend wieder 20 Euro abnehmen? 25. Mach ich alles teurer geworden. Das ist ja super. Ja, jetzt ist mal was los. Prost. Ab zur Soße. Und da hast du aber mal ein ganz hübsches Küchchen hier. Aber das ist aber edel. Ja. Ist das jetzt die Originalküche, wo alle Rezepte entdeckt werden, entwickelt werden? Wir gucken erstmal, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen eine Barbecue-Soße machen, ja, dann schauen wir erstmal, was sagt die Welt, was sagt das Internet. Dann werden alle möglichen Zutaten gekauft, die in allen Rezepten irgendwie vorkommen. Ja. Und dann fangen wir an zu punchen auf gut Deutsch. So, hier haben wir ganz normalen Ketchup. Ne? Genau, das war jetzt mal so die Überlegung. Erstmal ganz normaler Ketchup, so als Basis, Grundlage vorgegeben. Gut, weil wir haben das soll eine Barbecue-Soße. Genau. Und ich sehe schon die ganze Zutaten, die gar nicht falsch. Honig ist da. Genau, dann haben wir geräuchertes Liquid. Mhm. Gut, ja, dann das Pöttchen, ist so ein bisschen, um das Geräucherte reinzukriegen. Ja, dann würde ich sagen, gib mal ein Pöttchen, oder? Die eine oder andere Soße, die hier in der Bochumer Versuchsküche gepanscht worden ist, hat sogar bis nach Japan geschafft und ist da ebenfalls ein treuer Begleiter der Currywurst. Ob aber die Horst-Ronny-Apfel-Orange-Barbecue-Soße auch so ein Gaumenkitzler wird? Hm? Was sagen die Soßenmeister? Gib mal her. So. Oh, die Schärfe kommt ganz gut danach, ne? Ja, vor allen Dingen, du merkst jetzt ein bisschen Frucht, du merkst ein bisschen die Orange, du merkst ein ganz klein bisschen die Limette. Vor allen Dingen, das kitzelt nachher so ein ganz kleines bisschen im Gaumen. Ja. Weil das ist so wie das Kribbeln beim ersten Date. Also bei mir hat es im Bauch gekribbelt, nicht im Gaumen, aber okay, ja, es schmeckt. Ja, ich bin ja auch älter, das war eine ganz andere Generation damals. Ganz andere Generation. So, jetzt bin ich gespannt, Ronny. Sehen, was die Leute sagen werden. Also, ich mach mal vorsichtig ein bisschen Söschen da drauf. Ah. Ja, wunderbar. So, pass auf, jetzt nehmen wir mal ein paar Gäbelchen mit. Es ist schon schade, die wegzugeben. Weil du weißt schon, wir kriegen die erstmal nicht mehr nachgemacht, ne? So. Also, was ich machen werde, ich werde mir in der Mediathek die Sendung so oft angucken, bis ich wieder selber nachkochen kann. So. Männer, ihr habt noch nichts, ihr wartet noch, ne? Ja, klar. Ich bin der Horst, wie heißt du? Christoph. Christoph, so heißt er. Ja. Super, und du? Ich bin der Sven, grüß dich. Sven, grüß dich. Marcel. Marcel, geiles Bild. Thomas. Thomas, probiert mal, ja, und guckt mal, was das so ist. Ist was ganz Neues. Ihr könnt ganz offen reden, solange das gut ist. Und die Spurrips. Mmh. Super. Gut. Passt. Hast du gut gekocht. Bisschen süßlich? Ja, wollte ich auch sagen. Ein bisschen süßlich. Ja. Also nach meinem Geschmack etwas zu süß, aber. Finde ich ein bisschen zu süß. Ja. So, komm, Kinder, esst noch was. Ja? Mal das Gelchen leer. Aber guck mal, hier haben wir noch einen ganz netten Herrn. Komm ruhig mal her. Komm her, probier mal hier. Gerne. So. Da ist aber zu wenig Soße dran gewesen jetzt. Ne? Noch mehr. Ja, musst du noch mal dran gehen. Komm her, so ist gut. Nein, ne? Bitte? Ja, weil ich muss auch noch mal nachschmecken. Die Soße kann man toll zum Schnitzel essen. Apropos Schnitzel, ja. Du brauchst deinen neuesten Hinweis. Warte mal gerade. Möchtest du dann fertig essen? Nimm mir mit, gerne. Du bist spitze. Dankeschön. So, dann lass mich mal gucken. Lieber Horst, fahre nach Bottrop in die Prosperstraße. Dort wirst du auf einem staubigen Parkplatz Rainer Borgers treffen.
Er wird mit dir den Traum vom Fliegen verwirklichen. Ich habe Höhenangst, Leute. Ronny. Viel Spaß. Du hast mich letztes Mal gesehen bei so guter Gesundheit. Dann bin ich mal weg, ne? Ja, dann tschüss. Viel Spaß. Tschüss, ihr Lieben, ne? Dankeschön. Macht mal so weiter. Tag zusammen. Hallo. Hallöchen, geht's euch gut? Ja. Mir geht's hervorragend, dankeschön. Warum es Ihnen so gut geht, weil Sie eine schöne Wurst hier aus Bochum gegessen haben. Ich habe eine Spitzenwurst gegessen. Ja, weißt du, was ich aber am schönsten hier finde? Schönes Motorrad. Wollen Sie ein Stückchen mitfahren? So ein paar Meter? Möchten Sie? Ja, die fahren ja ein paar Meter mit. Ach komm, nur mal so ein kleines Stückchen. Komm, Prinzessin, ich helfe dir. Füßchen da drauf. So, Beinchen drüber. Langsam Püppelchen reinrutschen. So. Aber Sie bringen mich ja wieder zurück. Ja, selbstverständlich. Wie heißt dein Mann? Manfred. Manfred. Manni? Wie lange seid ihr verheiratet? 56 Jahre. 56 Jahre. Manni, dann gebe ich dir jetzt die Chance, dein Leben noch mal zu verändern. Du musst mir nur einen Tipp geben. Das ist schön, Irene! Ich wünsche allen einen schönen Tag noch. Euch auch, ihr Lieben. Dankeschön. Bis demnächst im Fernsehen. Bis demnächst. Tschüss. Los geht's.